Man hat so. Zu viel Mops. Clickbait! Warte mal, wir haben Möpse gesagt. Jetzt kannst du es im Titel verwenden. So wird man erfolgreich. Genau. Was geht? Das machen wir heute auf Jennys Bäumchen. Was ist das? Das darfst du erklären. Dies ist ein Bild, das die Ellie gezeichnet hat, als ich ihr gerade die Haare gefärbt habe. Dieser hässliche Vogel da oben. Fokus, Fokus. Genau, der hässliche große Vogel da oben, das bin ich, wie ich gerade dem hässlichen kleinen Monster, das die Ellie darstellt, die Haare färbe. Ja, das ist ja so, die Creeps, die sich Haare färben. Genau. Die Creeps, die lieben sich. Deswegen ist das jetzt quasi so eine Art. Jesus Gott. Kuppelfinger. So, jetzt machen wir das. Recht mit dem Stift. Lässt mich jetzt der Stift im Stich. Was soll ich denn davon halten? So. Jahrelang funktioniert dieser Stift. Na gut, dann nicht. Man muss ja schon aufpassen, dass das der Form vom Körper irgendwie ein bisschen mitgeht. Ne? Mhm. Aber das passt jetzt zum Glück. Der eine Kopf größer ist als der andere. Oder der eine. Das eine Viech sitzt und das andere steht. Ja. Habe ich meinen Stift jetzt hin? Wir wollen beginnen. Letztes Mal. Ja, Fotos. Ich weiß leider nicht, ob das jetzt scharf ist. Kannst du da ganz sachte drauf drucken? Fokussiert er? Ganz allein. Nur das. Ja. Ich hätte zum Glück die Handschuhe noch nicht benutzt. Mörze. Ach, so zärtlich. Ja. Die Jenny ist jetzt extra nur für mich 100.000 Millionen Kilometer mit dem Zug gefahren. Aber Millionen. Tausende. Quer durch Deutschland, von einem Ende bis zum anderen. Nur für mich. Also eigentlich kann man dich nicht hören. Oh, ich hab dich genauso lieb. Genau. Bis zum Boden. Bis zum Boden? Ja. Von den Titis bis zum Popo. So viel haben die. Kannst du auch singen? Was denn? Irgendwas? Sing doch mal. Genau. Auf einem Baum ein Kuckuck. Das. Da kam ein junger Jäger. Stimmt, da bin ich.
Der Rest ist traurig. Ja, das singen wir nicht. Das Nein. Ist der Kuckuck lebt und es geht ihm gut. Ja, die beiden haben sich sehr gut verstanden. Sie haben Kinder zusammen gezeugt. Das ist ja gut. Das ist Ellis Arbeitsplatz. Und da geht's raus. Aber da wollen wir nicht hin. Und habe Brüste. Yeah. Da kann man jemand nicht genug kriegen. Das ist ja unglaublich. Es tut gerade ein bisschen weh. Aber darfst du raten, welcher der meistgesagte Spruch beim Tätowieren ist von begleitenden Personen an die tätowierte Person gerichtet? Tut sehr weh. Nein. Nein. Tja, wer schön sein will, muss leiden haben. Ach ja, ich habe auch gerade so gedacht, das Einzige, was den Schmerz erträglich macht, ist das wunderbare Ergebnis, das man dann haben wird. Das ist wie beim Epilieren. Es wird so schön, es wird so schön, ihr werdet es sehen. Selbst wenn sie konzentriert ist, ist sie wunderschön. Oh Gott, den Song kenne ich sogar. Du frisch bleibst. Na, bist du. Ich guck mal so intelligent wie du kannst.